Kilometer 28, das geht hier echt wie im Fluge heute. Hallo Spani. Mascha muss schon wieder mit dem Wind kämpfen. Ja, die ist natürlich viel zu leicht. Das war so schön ruhig, ey. Ich dachte schön, wir sind da ganz alleine. Und dann so eine Scheiße. Einen wunderschönen guten Morgen und Tag auch hier aus Solms Scholeck an der Lahn. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass wir hier an dieser Stelle unsere Tour abgebrochen haben, unsere Lahntour. Das konnten wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Und ja, werden diese Tour jetzt weiter fortführen und in 3 Tagen bis nach Limburg paddeln. Oh ja, komm, hier machen wir Pause. Ja, hier ist schön, das stimmt. Letztes Jahr haben wir, wie gesagt, die Tour in Solms-Scholeck beendet, da wo wir diesmal starten. Zum Großteil aufgrund des Wetters, aber auch ein bisschen, weil jetzt ein längeres Teilstück folgt. Deswegen wollte ich heute eigentlich früh los. Wie es so ist, hat wieder alles länger gedauert. Und jetzt haben wir auch schon wieder 10 Uhr, halb 11. Ja, schauen wir mal, müssen wir uns ranhalten. Beim letzten Mal waren wir irgendwie immer so 13 Kilometer am Tag und haben dafür lange gebraucht. Heute haben wir 19. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben am Anfang. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und hier strömt es auch ganz flott. Ja, wie ihr seht, habe ich mich wieder für das Celgia Spark 450 heute entschieden. Beim letzten Mal waren wir noch im Seawave unterwegs. Aber ja, dadurch, dass das hier im Innenraum ein bisschen breiter ist, bekommt man doch mehr Gepäck hier vernünftig verstaut. Deswegen habe ich mich für das Celgia Spark entschieden. Einmal Werbung, das Celgia Spark 450 hier habe ich von kano-online.com kostenlos für die Dauer meines Tests geliehen bekommen. Vielen Dank dafür. Da sind wir ganz vorbeigerauscht. Da war der Ausstieg für den Lahnbahnhof in Leun. Das heißt, hier kommt man auch, wenn man möchte, direkt mit dem Zug hin. Das heißt, man kann vorab mit dem Zug fahren und dann entspannt den Rückweg zum Auto oder sonst wohin antreten. Auch eine gute Option hier an der Lahn. Was mich auch noch optimistisch stimmt im Gegensatz zum letzten Jahr, wo wir uns die Etappe nicht zugetraut haben, weil sie zu weit war. Ich habe ja technisch auch ordentlich aufgerüstet. Mittlerweile habe ich ja hier den Max Motor 2000 an Bord mit Sprachsteuerung. Max Motor ein. Ach ja, der Max Motor da vorne, der ist nicht nur Motor, der hat auch hier, zeig mal, der hat auch hier die Karte und muss ganz genau gucken, wo wir langfahren. Der ist auch noch für den Weg zuständig hier, für die Navigation. Ja, unsere heutige Etappe soll uns bis nach Odenhausen führen, bis zum Campingplatz Odenhausen heißt er, glaube ich. Dabei haben wir, ja, zuerst kommt eine Schleuse, ich glaube in 10 Kilometern mittlerweile. Dann passieren wir den Schiffstunnel in Weilburg, das wird auch nochmal ein Erlebnis. Da ist am Ende dann auch nochmal eine Doppelschleuse. Das heißt, dann hätten wir eigentlich 3 Schleusen heute zu bewältigen auf unseren 19 Kilometern oder 20 Kilometer müssten es sein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Fährt sich gut. Ja. Nichts drückt, nichts nervt. Wunderbar. Hier haben wir den Pegel Leun. Der liegt bei 2 Meter relativ genau. Max Motor an, genau. So, ein bisschen rechts bleiben. Ich stelle gerade fest, wie immer in letzter Zeit, kommt dann auch die gewohnte Portion Wind dabei. Also Wind war eigentlich nicht angesagt für heute. Ich hoffe mal, das wird jetzt auch nicht überhand nehmen. Weil das macht dann keinen Spaß hier mit vollbeladenen Booten und ordentlich Gegenwind. Am
Ne, ich habe dann auch keinen Spaß. Hallo, Spani. Noch 30. Zwei Schwäne. Kilometer 28, das geht hier echt wie im Fluge heute. Das ist ja sehr erfreulich. Also, auch wenn dieser erste Abschnitt hier, also unser heutiger erster Abschnitt, zwar recht zügig ist und deswegen Spaß macht, ist das mit der Straße, die ja doch oft sehr nah am Fluss entlang führt, irgendwie nicht der schönste Abschnitt, den wir hier auf der Lahn bislang hatten. Das ist doch sehr laut und ja, gefällt mir jetzt nicht ganz so gut, muss ich sagen. Ich hoffe, die Straße ist gleich mal irgendwann weg. Das ist irgendwie doof. Also ich würde vorschlagen, da wir jetzt ja hier schon gesnackt haben, dass wir jetzt die 4 Kilometer bis zur Schleuse noch durchziehen. Und dann machen wir hinter der Schleuse ein kurzes Päuschen, ne? Und essen da was. Und ich esse noch die ganzen Apfelstücke auf. Ist das okay? Ja. Sehr gute Idee. So, zum einen sind wir hier mitten in eine Schulklasse reingekommen, die jetzt hier irgendwie sehr unregelmäßig fahren und dann immer wieder mitten im Pulk sind. Und zum anderen merkt man jetzt hier, ja, wie die Strömung langsam, aber sicher abnimmt. Also hier fließt es noch, aber es kann jetzt nicht mehr ganz so lange dauern, bis wir den Rückstau dann vom Wehr haben. Da ist der Kilometer 34. Die Masche haben wir an die Leine genommen. Ich habe hier von einem Stand-up so eine Leash, eine Gummileash. Die mache ich mir dann hier immer ums Bein. Kann ich die im Notfall schnell abmachen. Und die Gummileash hat den Vorteil, dass es nicht so ruckelt, wenn man hier wieder anfährt. Leicht sich das gleich ein bisschen aus. Das funktioniert ganz gut. Der Max hilft mir auch ein bisschen mit. Manchmal. Und hier ist das Outdoor-Zentrum Lahntal. 1,34 Kilometer, was auch immer das bedeutet. Achtung, in 500 Metern Wasserskistrecke. Bitte im gesamten Bereich äußerst rechts fahren, sonst Unfallgefahr mit Wasserskiläufern. Da weiß man irgendwie nicht so ganz, ob das jetzt eine öffentliche Aussetzstelle ist. Doch, da steht, glaube ich, eine Tafel, also es müsste ein öffentlicher Anleger sein. Vor der Schleuse hier, wie heißt die Schleuse? Löninghausen oder so. Geradeaus ist, glaube ich, das Wehr. Und dann geht es links da in die Schleuse. So wie das aussieht. So, hätte ich ja nicht gedacht, dass wir hier den anderen Pulk an der Schleuse wieder einholen. Und dann machen wir dich am besten Abmascher, ne? Eine traurige Masche, die hat sich so aus Schleusen gefreut. Und jetzt ist hier schon die Schleusung im Gange. Wir haben noch ein paar Schleusen in den nächsten Tagen. Wird noch klappen. Na, heute noch mal 2. Aber in den nächsten Tagen noch mal ein paar mehr. Ja, eigentlich wollten wir da am Wehr hinter der Schleuse Pause machen, aber da sind jetzt die beiden Angler. Da kommt man jetzt mit 2 Booten nicht wirklich dran. Vor allem nicht mit 2 Luftbooten, wenn die da mit ihren Haken hantieren. Deswegen gehen wir jetzt hier auf diese gegenüberliegende kleine Kiesbank und machen hier eine Pause.
Der grüne Beutel. Immer wieder ein Lebensretter mit Klopapier und Mülltüte. Und wenn wir schon mal hier sind, dann können wir das auch noch mit aufräumen. So, Pause rum. Weiter geht's. Jetzt haben wir 3 Kilometer ungefähr, ein bisschen mehr, bis Weilburg, bis zum Schiffstunnel. Da freue ich mich drauf. So, haben wir alles mitgenommen. Sogar noch ein bisschen mehr, als wir mit hingebracht haben. Da die eine Spraydose, die da an Müll noch rumlag, passte in unsere AA-Tüte noch rein. So, jetzt haben wir hier hinten die AA-Tüte. Die schmeißen wir nachher in den Mülleimer irgendwo. Kilometer 38, hier ist auch eine Aussetzstelle. Und da haben wir einen Mülleimer. Da tun wir unseren stinkenden AA-Beutel auch dabei. Dann sind wir los. Der müffelt nämlich, die geruchsdichte Tüte ist doch nicht so ganz geruchsdicht. Mascha muss schon wieder mit dem Wind kämpfen. Ja, die ist natürlich viel zu leicht. Nach links fahren, fahr hier in die Richtung. Soll ich dich rannehmen dann mit dem Wind? Ja? Das ist doof, ne? Ja, du bist viel zu leicht, du wirst sofort weggepustet. Haben wir mal wieder was am Haken. Ja, aber das macht keinen Spaß, wenn man hier vom Wind über den Fluss gedrückt wird. Hier ohne Strömung, da muss die Mascha echt kämpfen. So, dann nehme ich sie mit dran, dann hat sie schon mal die grobe Richtung. Wir beide hier sind schwer beladen. Außerdem haben wir ja eine Kiellinie und liegen schon ein bisschen besser im Wasser. Wir werden hier nicht so leicht durch die Gegend geschubst vom Wind. Was haben wir hier? Kleinfahrzeuge, Motor abstellen. Ist das jetzt hier der Tunnel schon? Wahrscheinlich. Jetzt wird's düster. Ach, das wirst du wohl noch sehen. So, da vorne stehen noch die Regeln. Die gucken wir uns auch noch mal an. Schiffstunnel und Doppelschleuse. Bei Vielverkehr nicht in Tunnel einfahren. Na, Vielverkehr haben wir nicht. Ruhe bewahren. Abwarten, bis Verkehrsweg frei ist. Doppelschleuse ist zur Selbstbedienung. Anleitung hängt an Tunnelwand aus. Leiter, linke Schleusenseite. Torschwelle, Drempel in Schleuse beachten. Benutzung auf eigene Gefahr. Nun denn. Meter 70 Tiefe hier. So, bleib mal links, Mascha. Diese Leiter hier ist echt nicht ohne. Hier ist dann die zweite Schleuse. So. So, hast du Schuhe an, Max? Oh. Das war jetzt nicht so praktisch. Der junge Mann wollte da gerade hoch. Ja, der junge Mann wollte gerade hoch. Ja, genau. Das kriegen wir schon hin. So, gut festhalten. Erstmal unten auftreten, auf die Stufe direkt. So, genau. Und jetzt vorsichtig hoch. Sehr gut. Also, vorhin war es mal irgendwie recht angenehm ruhig hier. War mal. Da hat es auch noch nicht so nach Benzin und Abgasen hier gerochen. Und der zweite Teil der Schleusung hier.
Ihr wollt noch wieder zumachen, oder? Ja. Gut, dann warte ich da irgendwo und komme dann gleich da an die Treppe. Ei, ei, ei. Dass wir was? Dass wir das nicht alleine gemacht. Ja. Das war so schön ruhig, ey. Und ich dachte, schön, wir sind da ganz alleine. Und dann so eine Scheiße. Die waren ja teilweise echt unmöglich. Da, als der Max aussteigen wollte, die drei älteren Damen, die sind erstmal schön zwischen uns und die Leiter gefahren. Rumsch da rein. Die Hälfte hat ihr Boot nicht unter Kontrolle. Die andere Hälfte nimmt keine Rücksicht. Und eine andere Hälfte hat weder das Boot unter Kontrolle noch nimmt sie Rücksicht. Egal, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Strömung. Juhu! Das war ein Erlebnis. Oh Gott, ey. Vor allem hat er da gestunken nach dem scheiß Motor, nach dem Benzin die ganze Zeit. Boah, eigentlich dürfen die da gar nicht mit Motor langfahren. Stand ja vorne extra. Das hat gestunken. Naja, so schön ruhig wieder jetzt. Nee. So, aber immerhin ist hier endlich wieder Strömung, meine Freunde. Hurra, hurra. Ja, sind sogar nur anderthalb, glaube ich. Ich glaube, wir sind echt in 10 Minuten da. Da waren wir ganz schön früh dann. Von 10 bis 16 Uhr. Ne, 10.30 Uhr sogar. So. Jetzt können wir noch mal ein bisschen hier Benzin einatmen, bevor es dann für uns hier rausgeht. Hier liegt ein Tretboot. Hier, oder? Ja. Ja, mittlerweile waren wir hier schon schwimmen im örtlichen Pool hier am Campingplatz Odersbach und ja, gehen jetzt gleich hier eine Pizza essen, die haben wir uns verdient und sind schon alle ganz hungrig. Ganz leichte Campingküche mit Salat diesmal. Und schön Buffet. Max hat ein Ein-Mann-Buffet. Genau. Ja, aber es schmeckt sehr lecker hier. Ich wünsche mir Farbe gelb. Gelb? Oh Gott, ey. Oh, letzte Karte. Ich wünsche mir grün.